Ich möchte Ihnen eine ungewöhnliche Geschichte erzählen. Die Geschichte von 2000 zauberhaften kleinen Inseln, die aus der Tiefe des Indischen Ozeans emporgetaucht sind. Ich möchte Ihnen zu schildern versuchen, wie wir glauben, dass diese Inseln entstanden sind. Diese Inseln werden die Malediven genannt. Sie liegen zwischen Afrika und der Insel Ceylon. Viele Schiffe fahren hier durch oder hier, aber keines von ihnen bleibt jemals stehen. Es sind Hunderte und Hunderte von Riffen und winzigen Inseln. Aus der Luft ein recht ungewöhnlicher Anblick. Wir fotografieren vom Flugzeug aus die Position der Inseln und der Riffe, auf denen sich diese Inseln gebildet haben. Einige der Riffe sind von ringförmiger Gestalt. Es sind kleine Atolle. Hier sieht man deutlich, wie sich auf der einen Seite des vollkommenen Riffringes eine langgestreckte Insel gebildet hat. Die Außenkante des Riffes fällt offenbar steil in große Tiefe ab. Wieder zurück an Bord unseres Schiffes Xarifa fahren wir dicht an eine der Inseln heran, die wir vom Flugzeug aus erkundet haben. Wir ankern in einiger Entfernung vom östlichen Ende. Eine Flotte von maledivischen Booten fährt vorbei. Diese Boote haben sich seit Hunderten von Jahren nicht geändert. Die Malediver sind ausgezeichnete Seeleute. Immerhin ist die Grundlage ihrer Existenz die Fischerei. In diesen schnittigen kleinen Booten wagen sie sich bis weit hinaus auf den Indischen Ozean und fangen dort draußen Makrelen. Die Makrelen werden dann in einer besonderen Art getrocknet und geräuchert. Dieser maldivische Fisch ist eine im Osten teuer bezahlte Spezialität. Und hier kommt das Schiff, das die einzige Verbindung zwischen diesen Insulanern und der übrigen Welt darstellt. Einmal jedes Jahr, mit dem Südwestmonsun, segeln sie nach Ceylon, um dort im Tausch ihre Fische gegen Reis und andere Bedürfnisse einzuhandeln. Wir gehen daran, die Insel näher zu erforschen. Wir kennen sie sehr wohl von unseren Flugzeugaufnahmen. Die Insel ist beinahe kreisrund und erhebt sich auf einer riesigen Riffplattform. Wir beschließen, an dieser Kante hier zu tauchen. Nachdem wir nun die Insel vom Flugzeug aus, vom Schiff aus und von unten her betrachtet haben, sind wir einigermaßen neugierig, etwas über die Menschen in Erfahrung zu bringen, die auf dieser Insel leben. Es ist in der Tat recht wenig über die Malediver und ihre Lebensweise bekannt. Nicht ein einziger Weißer lebt auf einer der Inseln und Besuche gibt es nur sehr selten. Unsere Ankunft erregt einiges Aufsehen, besonders bei den Mädchen. Einige von ihnen sind recht hübsch, sehr hübsch.
Irgendjemand muss hier mal ein Fahrrad gehabt haben. Wir sind in eines der Häuser eingetreten. Es ist das Haus eines Webers. Eine friedliche kleine Welt, voll Charme und einer wunderbaren Entrücktheit. Der kleine Max scheint nicht recht zu wissen, was er mit seinen Händen anfangen soll. Der Weber selbst sitzt untätig und unterhält sich. Er lässt die Kinder für sich arbeiten. Das kleine Mädchen sieht mich groß und nachdenklich an. Und während ich sie filme, überlege ich, was sie wohl denkt und wie ihr Leben wohl sein mag. Ihre Hände sind so zart. Sie ist noch so kindlich. Und doch ist sie schon in heiratsfähigem Alter, gemäß dem hier geltenden Gesetz. Ich gehe hinüber in die Küche, wo die Frauen Kokosnüsse schaben und Jammwurzeln schälen. In ein paar Jahren wird mein kleines Mädchen verheiratet sein und dasselbe tun. Gekocht wird hier an einem offenen Feuer. Sehr verlockend sehen die Speisen nicht gerade aus. Der größte Leckerbissen, Curry, wird mit besonderer Sorgfalt zwischen den Steinen gemahlen. Im Nachbarhaus haben sie ihr Mittagsmahl schon hinter sich. Und halten Siesta. Einige Häuser haben sogar Uhren. Aber wirklich gebraucht werden sie wohl nicht. Zeit bedeutet hier sehr wenig. Hier sind wir in der Werkstatt eines Goldschmiedes. Er hat immer eine Menge zu tun. Die Malediver lieben hübschen Schmuck, besonders lange goldene Ketten. Die kleine Tochter des Goldschmiedes trägt eine solche Kette zum Spaß. Gewöhnlich werden sie nur von den Damen getragen. Diese Frau erzählte mir, dass man vor nicht langer Zeit für jedes einzelne Schmuckstück eine besondere schriftliche Genehmigung vom Sultan haben musste, um es tragen zu dürfen. Sie ist die Frau des reichsten Mannes im Dorf und sie erkundigte sich ganz ausführlich über europäische Frauen und deren Mode. Ganz besonders, ob und wie sie sich schminken. Das sind ihre Kinder. Was ich an den Maledivern so gern habe, ist, dass sie so sauber und adrett sind. Ihre Kleider sind immer wunderbar gebügelt. Bügeln ist für sie ein Vergnügen. Sie heizen das Bügeleisen mit Holzkohle, die aus Kokosnussschalen gebrannt wird. Das wichtigste Einrichtungsstück in jedem Haus ist ein Schaukelbett. Für die Kinder natürlich das Richtige. Hier unterhalte ich mich mit dem Oberhaupt und Richter des Dorfes. Die Rechtspflege bietet keine besonderen Probleme, so wird mir erklärt. Es gibt kaum ernsthafte Verbrechen. Gelegentlich Diebstahl oder Ehebruch. Die Strafe dafür sind Hiebe. Nicht mit einer Peitsche, sondern mit einem anderen Instrument. Sie werden es noch sehen.
und für ernstere Vergehen kommt man in den Stock. So sitzt er Tag und Nacht und wird nur zweimal am Tag kurz herausgelassen. Das Gericht tagt gerade. Der Richter erklärt mir den nächsten Fall, der verhandelt werden soll. Der Kläger und der Beklagte erheben sich. Der Kläger behauptet, dass der andere Kerl ihm 20 Rupien schuldet. Er hat ihn schon öfters gemahnt, aber er will einfach nicht zahlen. Der andere sagt, es ist eine Lüge. Er hat nie etwas geborgt. Er ruft einen Zeugen, aber der wird nicht sehr vertrauenerweckend. Der Gerichtsschreiber notiert alles, ohne auf seine Hände zu schauen. Er verfolgt gespannt den Vorgang. Der Beisitzende gibt seine Stimme für den Kläger. Er ist der Ansicht, dass der andere lügt. Der Scharfrichter wartet. Sein Gesicht ist unbeweglich. Nicht aber seine Hände. Er prüft sein Handwerk. Das Urteil wird verkündet. Der Mann hat das Geld zurückzuzahlen und erhält 20 Hiebe. Dieser Junge hilft beim Bau eines neuen Hauses. In einem Trog, der aus einer Kokospalme geschnitten ist, wird der Mörtel gemischt. Die Wände werden aus kleinen Stücken weißer Steine aufgeführt. Ich schaue mir diese Steine genauer an. Dieselben Steine, die zum Bau der maledivischen Häuser verwendet werden. Aber wir sollten eine noch verblüffendere Entdeckung machen. Nicht nur sind die maledivischen Häuser aus solchen Steinen erbaut, sondern auch die Inseln selbst. Das ist die Flugzeugaufnahme eines Korallenriffes, auf dem sich gerade eine Insel bildet. In den seichten Teilen des Riffes liegen diese Steine bei Ebbe trocken. Sie sind das Material, aus dem sich die neue Insel bilden wird. Sie sind nicht durch die Tätigkeit der Wellen so abgerundet, sondern durch die gleichmäßige Überkrustung mit Kalkalgen. Dann eines Tages, wenn ein heftiger Sturm tobt, türmen die Wellen diese Steine übereinander. Auf einen Haufen. Eine neue Insel wurde über Nacht geboren. Der erste Busch siedelt sich darauf an. Alle möglichen Dinge werden vom Meer angespült. Kokosnüsse. Diese hier von einer Ratte ausgefressen. Nun betrachten Sie diese da. Hier wurde der Eingang durch die Muschel eines Einsiedlerkrebses blockiert. Sie ist eine Art Arche Noah, die alle möglichen Lebewesen, die in ihr gefangen wurden, heranbringt. Ein Jahrhundert später ragen hohe Kokospalmen in den Himmel. Durch Strömungen und durch die Gezeiten wird ständig Sand gegen die Ufer gespült. Die Pflanzen ergreifen Besitz von jedem Stück neuen Bodens und verteidigen ihn. Ein Urwald breitet sich aus. Noch ist er still. Dann eines Tages erklingen plötzlich Schreie.
Fliegende Hunde sind auf die Insel gekommen. Und dann eines Tages kommt der Mensch. Nicht nur für den kurzen Besuch, sondern um sich hier ein Heim zu schaffen. Die freundliche Kokospalme liefert ihm alles, was er braucht. Nahrung, Trunk, und Baumaterial für sein Haus. Das erste Haus dient zu seinem Schutz, das zweite zum Gebet. Eine kleine Moschee. Die Matte, auf der er betet, von der Kokospalme. Ein Hühnerstall von der Kokospalme. Die Wände eines neuen, größeren Hauses von der Kokospalme. Und in der Geborgenheit des Waldes ein kleines Haus. Ein Grab. Zeit vergeht. Auf einer großen Insel hat sich eine umfangreiche Gemeinschaft entwickelt. Sie ist organisiert und arbeitet Hand in Hand zum gemeinsamen Nutzen. Die Malediver haben sich in den letzten 100 Jahren wenig geändert. Sie sind unberührt und liebenswert.